Dass man Offensivspiele werde, ist klar, steht außer Frage, aber es geht natürlich darum, wie verantwortungsvoll gehen wir dann damit um, wenn wir den Ball verlieren und wie verhalten wir uns dann. Und das war jetzt in der Heimspiele ordentlich, nicht immer, nicht alles, aber wir haben gut umgeschaltet gegen Paderborn. Ja. Wir haben aber da natürlich auch eine Zeit lang mit 11 gegen 10 gespielt trotzdem. Und jetzt heißt es die Balance hinkriegen. Ich meine, die schießen gegen Nürnberg 3 Tore. Und also die haben natürlich auch individuell richtig was zu bieten. Sie haben einfach für ihre Verhältnisse, für ihre Möglichkeiten einfach zu wenig Spiele gewonnen. Hatten die nicht auch den Anspruch, vorne mitzuspielen? Klar, hat Union Berlin die Hoffnung und der Wille, vorne mitzuspielen und dann aufsteigen zu können. Das ist eine von denen. 10 Mannschaften, wo ich gesagt habe, das ist außer Frage. Und es ist auch viel Potenzial da. Und die Erwartungen sind nicht so gering, das darf man nicht meinen. Nur weil da jetzt wieder Weihnachten gefeiert wird, ein Stadion voll ist und sie Lieder singen. Weihnachtslieder. Die Erwartungshaltung, die lebe in der Hauptstadt, die ist nicht so gering. Die hat ein großes Fanpotenzial. Da muss ich eine Blende lassen. Die wollen richtig was. Das ist auch nicht so einfach für die Spieler. Die wollen in die Bundesliga, die Fans.